Januar 2006, New York. Die Patientin eines renommierten Psychiaters zeichnet das Gesicht eines Mannes, welches ihr regelmäßig in ihren Träumen erscheint. Mehr als einmal hat dieser ihr Ratschläge für ihr Privatleben gegeben. Doch die Frau schwört, dass sie ihn in ihrem ganzen Leben noch nie getroffen hat. Für ein paar Tage liegt das Porträt auf dem Tisch des Psychiaters, bis ein anderer Patient das Gesicht erkennt und sagt, dass dieser Mann ihn oft in seinen Träumen besucht. Er behauptet ebenfalls, ihn noch nie zuvor im wachen Zustand gesehen zu haben. Der Psychiater beschließt, einem seiner Kollegen das Porträt zu schicken, der Patienten mit wiederkehrenden Träumen behandelt. In den nächsten Monaten erkennen 4 weitere Patienten dieses Gesicht, da der Mann regelmäßig in ihren Träumen erscheint. Alle Patienten bezeichnen ihn als dieser Mann. Vom Januar 2006 bis heute haben mindestens 2000 Leute behauptet, dass sie diesen Mann in ihren Träumen gesehen haben. Die Berichte kommen aus unzähligen Städten auf der ganzen Welt: Los Angeles, Berlin, Sao Paulo, Rom, Barcelona, Stockholm, Paris und viele mehr. Im Moment gibt es zwischen den Menschen, die diesen Mann gesehen haben, keine Verbindung. Darüber hinaus wurde noch keine reale Person identifiziert, die dem Mann auf dem Porträt ähnelt. Theorien. Es wurden mehrere Theorien entwickelt, um die mysteriöse, wiederkehrende Präsenz des Mannes in den Träumen verschiedenster Menschen, die in keinster Weise miteinander verwandt sind, zu erklären. Archetyptheorie. Nach Jungs psychoanalytischer Theorie ist dieses Gesicht ein vom Unterbewusstsein entwickeltes archetypisches Bild, welches sich in Zeiten großer Not, emotionaler Entwicklung, dramatische Veränderungen im Leben, stressige Situationen etc. in bestimmten sensiblen Subjekten manifestiert. Religiöse Theorie. Nach dieser Theorie ist der Mann das Abbild Gottes, beziehungsweise einer der Formen, in der Gott heutzutage auftritt. Das ist auch der Grund, warum die Ratschläge, die er den Träumern gibt, unbedingt befolgt werden sollen. Traumsurfer-Theorie. Es ist die interessanteste Theorie und die mit den gravierendsten Konsequenzen, aber gleichzeitig auch die, die wissenschaftlich gesehen am unglaubwürdigsten ist. Laut dieser Theorie ist der Mann eine reale Person, der die Träume anderer durch besondere psychologische Fähigkeiten betreten kann. Einige glauben, dass der Mann im echten Leben genauso aussieht wie in den Träumen. Andere glauben, dass der Mann in den Träumen ganz anders aussieht als sein reales Gegenstück. Einige scheinen auch zu glauben, dass dieser Mann von einem großen Konzern erschaffen wurde, um die Menschen zu beeinflussen. Traumimitationstheorie. Dies ist eine psychosoziale Theorie, die beweist, dass dieses Phänomen zufällig aufgetreten ist und sich seitdem fortlaufend durch Nachahmung ausgebreitet hat. Im Prinzip bedeutet das, dass Menschen, die diesem Phänomen ausgesetzt sind, sich so sehr dafür begeistern, dass auch sie anfangen, diesen Mann in ihren Träumen zu sehen. Tageszeiterkenntnistheorie. Diese Theorie besagt, dass die Erscheinungen dieses Mannes reiner Zufall sind. Normalerweise erinnern wir uns nicht genau an die Gesichter, die wir in unseren Träumen sehen. Das Bild dieses Mannes wäre demnach nur ein Mittel, welches es den Subjekten im wachen Zustand erleichtert, ein unbestimmtes Traumbild wiederzuerkennen.